Muss ein Taschenmesser wirklich fixiert sein oder ist es auch in Ordnung, wenn es einfach nur ein Taschenmesser ist ohne wirkliche Verriegelung? Wenn du wissen willst, wo die Vor- und Nachteile sind und was für dich die bessere Wahl ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Lenzcoach. Schön, dass du dabei bist. Eine gute Frage. Ich meine, eine Verriegelung, egal ob das jetzt Backlog, kleiner Lock oder wie auch immer, das ist jetzt gar nicht so sehr der Punkt, die hat halt den großen Vorteil, dass das Messer fixiert ist und dadurch nicht mehr zusammenklappen kann. Das ist im Endeffekt der Punkt dabei. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Outdoor-Mensch ist und sich einen Spieß anschnitzen möchte, um ein Würstel oder Gurken oder ein Sojawürstel darauf zu geben, dann ist das ja alles okay, ne? Dann ist es ja eigentlich gar nicht so sehr wichtig, dass das Messer wirklich verriegelt. Ich meine, wenn ich mir jetzt zum Beispiel dieses kleine EDC-Messer hier anschaue, dieses Harns, das ich jetzt gerade im Test habe, dann macht das das auch. Ich meine, pfeift drauf, ob das verriegelt ist oder nicht. Und unsere Vorväter und Vormütter, die hatten diese Verriegelungen auch nicht, wenn ich mal so alte Messer anschaue. Ich meine, wenn ich dann wiederum nach Frankreich schaue, das Opinel, das hat dann doch wieder diese Verriegelung. Aber sei es drum. Der Punkt dabei ist, es geht darum, wenn du keine Verriegelung hast, dann musst du halt ein bisschen aufpassen bei speziellen Tätigkeiten. Aber beim normalen Schnitzen jetzt mal, so ganz normal irgendwas anspitzen, da ist es wurscht. Bei der Feuerstahlbedienung, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Also so wie wir das bei unseren Messern kennen, dass wir die geöffnet haben, das geht halt bei so einem Teil. Oder ich habe jetzt hier zum Beispiel das Wasp mit, da ist das genauso, da haben auch keine Fixierung. Da kann ich halt nicht so drüber fahren über den Feuerstahl. Na, ist ja egal, dann mache ich das Messer halt zu und mache das im geschlossenen Zustand. Ne? Ja? Geht genauso, ne? Geht genauso. Also das ist vielleicht jetzt gar nicht so sehr der große Punkt, also das geht auch. Wo wir halt aufpassen müssen, das ist aber grundsätzlich bei einem Klappmesser, außer es ist ein urarges Cold-Steel, das ist immer dann, wenn wir ja, das Böse da hier tun wollen. Also das hier ist einfach keine gescheite Idee, für das sind die Teile auch nicht wirklich gemacht, zumindest die hier liegen. Gibt natürlich Ausnahmen. Bei dem habe ich das mal machen müssen, weil ich eine Wette hatte, ich musste schnell ein Feuer machen und da habe ich gespalten und schau mal her, das passiert dann, ja, und ich habe auch schon andere Messer deswegen geschrottet, zum Beispiel Liner Locks, ne? Also da muss man schon ein bisschen, dazu schauen. Für diese Arbeiten, für Batonieren, sind sie sowieso nicht so unbedingt die richtige Wahl, diese Taschenmesser. Auch beim Aufbereiten von Zundermaterialien, wie zum Beispiel einer Birkenrinde, die man ja ein bisschen aufschaben muss, muss man halt anders arbeiten. Entweder man macht es wirklich mit der Klinge oder, ja, man arbeitet so. Also das ist halt einfach, bei diesen, wenn sie nicht fixiert sind, muss man ein bisschen mehr nachdenken. Das ist auch meiner Meinung nach ein bisschen der Nachteil sozusagen, warum das Aspekt ist. Gut, aber jetzt ein anderes Beispiel, das vielleicht auch Praxisnutzen hat. Das ist jetzt zum Beispiel, ich möchte hier, ich möchte mal den Stock ablängen. Ich meine, das ist jetzt mal überhaupt kein Problem. Das mache ich jetzt ganz einfach. Das spielt mit dieser Biber-Technik. Das kann ich mit jedem Messer machen, das kann ich auch mit einem Stein machen, ja, das ist nicht das Thema. Aber wenn ich jetzt hergehen mag und ich möchte jetzt den hier spalten, ja, aus dem Grund, aus dem eine kleine Fackel bauen, ja. Ich meine, dass die natürlich nicht so toll ist, ist klar. Normalerweise würde ich jetzt hergehen, ja, mit diesem Victorinox-Messer, mache das jetzt mal, gehe ich jetzt ganz einfach her und spalte da rein. Oder mit einem fixierten, mit einem Fahrtenmesser, ja, das so ein Stück Stahl ist. Ja. Da gehe ich da rein und spalte mir das auf. Ja. Das kann ich da jetzt nicht tun, weil ich tue mir weh vorprogrammiert. Ja. Ist mir übrigens auch schon einmal oder mehrere Mal passiert bei diesen Klappmessern. Und da müssen wir halt ein bisschen umdisponieren. Da muss ich sagen, okay, ich möchte das jetzt an dieser Stelle hier spalten. Ja. So. Ich weiß nicht, hier jetzt mal, ja, soll so sein. Und dann muss ich halt anders arbeiten, ja, weil da kann man dann auch wieder nichts passieren. Habe ich jetzt auch auseinander gespalten, um dann, ich meine, ich mache das jetzt nur ganz primitiv, um hier was, ja, den guten alten, ich meine, das ist viel zu wenig, nur schematisch. Aber das geht natürlich auch mit einem Messer, das nicht fixiert ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, mir ist natürlich ein Messer mit Fixierung immer lieber, weil ich dann auf diesen einen Sicherheitsaspekt nicht nachdenken muss. Und das ist halt, egal ob jetzt das oder wie auch immer, das ist ein bisschen ein Problem. Das liegt einfach daran, dass ich dann noch mehr auf die Messersicherheit achten muss. Ich meine, Hand aufs Herz, Messersicherheit ist ohnehin ein Thema. Meine Broschüre gebe ich da natürlich unten, billige Eigenwerbung, den Link, schaut euch das ganz einfach an. Ist sowieso immer ein Thema.
Nur wenn ich mir das erspare bei Bushcraft und Survival Trainings oder Survival Arbeiten, dann ist mir das natürlich lieber, weil ich dann den Kopf für andere Dinge noch frei habe. Oder wenn ich schon Stress habe, das ist nämlich auch der Punkt, wenn man schon wirklich massiven Stress hat, ich sehe es bei mir selber, aber auch sehr natürlich bei den Teilnehmern, wenn eine Stresssituation beim Training natürlich nur fiktiv eingesetzt wird, da reißt es dich dann richtig. Also jetzt nicht, dass du ins Zittern anfängst oder sagst, naja, diese Wurstelbeeren. Weißt, daheim im Wohnzimmer oder wo auch immer, wenn man sich das Video anschaut, da ist das immer so leicht dahingesagt. Ja, mir passiert das nicht. Wenn es aber kalt ist, so wie jetzt, wenn der Wind aufkommt und du weißt, dass du jetzt dringend irgendeine Tätigkeit abgearbeitet haben musst, dann steigt der Stresspegel. Und dann passieren Fehler schneller. Und da ist die Fixierung meiner Meinung nach einfach wichtig. Warum mache ich das Video? Weil mich ja immer mehr Leute darauf aufmerksam machen, dass in Deutschland irgendwelche Messergesetzänderungen jetzt beschlossen sind und umgesetzt werden und 4 cm und es darf nicht verriegeln und so weiter. Und da möchte ich abschließend nicht zu dem Gesetz, ist mir wurscht, da kann ich eh nichts dazu sagen, dieses Messer hier hat 6 cm Klingenlänge und ist nicht fixiert. Und dass das hier jetzt keine Kampfwaffe ist, davon kann man ausgehen. Und auch wenn es nur 4 cm hätte, dann wäre es auch keine Kampfwaffe. Es wäre auch keine Kampfwaffe, wenn es 7 cm hätte. Ja? Wahrscheinlich deswegen, aber ich weiß nicht. Mein Verbrecher und die Leute, die auf Gesetze pfeifen, halten sich sowieso auch nicht an verschärfte Gesetze, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber man kann es ja zumindest versuchen. Ich bin trotz alledem der Meinung, dass für den Alltag im Büro und daheim und wenn ich einfach so unterwegs bin, auch ein Messer, von mir aus auch nur mit 4 cm, das ist jetzt gar nicht so sehr der Punkt, wenn ich es nur als Messer einsetzen will, zum Aufschneiden, Wurstsemmel aufschneiden, Brötchen machen oder sowas, keine Fixierung braucht. Wenn ich aber dann da rausgehe, zum Beispiel da im Bushcraft-Areal, wenn ich da wirklich etwas tue, wenn ich Haselnussstauden abschneide, damit ich mir dann einen Spieß draus machen kann oder so, dann bin ich der Meinung, dass man um eine Fixierung, um sicher zu arbeiten, nicht vorbei kann. Ob das Gesetzestext relevant ist, und manche sagen ja auch, dass das ja erlaubt ist, wenn man dann draußen ist und Bushcraftet und Survival Training macht, dass man ein größeres Messer mit Fixierung mitnimmt, ob Einhand öffnen oder nicht, das ist, ja, das müsst ihr mal wissen, schreib mal bitte unten einen Kommentar, wie du das siehst und ob du da Informationen dazu hast. Da ist sicher eine nette Sammlung. Auch vorbeischauen bei mir. Links findest du auch natürlich auf Amazon. Billige Eigenwerbung, so wie immer. Schreib mal einen Kommentar. Wie siehst du das Ganze? Fixiert, nicht fixiert? Schreib ein bisschen was. Daumen nach oben oder nach unten. Ein paar andere Videos und ein Abo. Und schau mal auf Instagram vorbei. Da gibt es gerade eine Abstimmung. Ja, ich sag danke. Bis bald und ciao.